Denn er fordert sich selber gerne heraus, eigentlich permanent. Ja? Der Dominante, der ist eigentlich nie mit sich selber zufrieden. Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Umsatzsteigerung, Neukundengewinnung im B2B-Geschäft, primär spezialisiert auf die IT-Branche. Und in diesem Video werden wir uns mal anschauen, die vier Menschentypen respektive Kundentypen, aber das gilt auch für jedes andere Szenario, was du hier in diesem Video lernst, im Leben grundsätzlich mal zu verstehen, welche vier Menschentypen gibt es im Leben auf unserer Welt. Und wenn du das verstanden hast, dieses Video mal verstanden hast, dann, das verspreche ich dir, denn da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Aha-Effekt in deinem Leben. Naja, also warum hat jetzt der so reagiert und die Dame so reagiert, obwohl ich doch das und das meinte und das wollte? Warum streiten diese beiden Personen immer bei mir in der Arbeit? Ich kann es gar nicht verstehen und so weiter und so fort. Und all diese zwischenmenschlichen und auch ganz, ganz wichtig im Vertrieb und im Marketing zu verstehen, rein psychologisch natürlich, denn Menschen kaufen letztendlich kaufen Menschen deine Produkte, ja, unterm Strich eigentlich immer und von anderen Menschen sehr, sehr häufig auch, ja, bevor sie vielleicht auch in automatisierte Prozesse dann sich einlassen. Erstmal kaufen sie von Menschen in der Regel, ja. Und dieses Video wird dir hundertprozentig deine Augen öffnen, wenn du es noch nicht schon mal gehört hast. Und das sind diese vier Menschentypen. Der erste Menschentyp ist der Dominante. Ja? Der zweite ist der Initiative. Ja? Also ein sehr initiativer Typ. In der Regel sind es auch meistens Künstler, ja? Also die sehr kreativ sind und so weiter. Dominante sind meistens, aber nicht immer, Chefs. Ja? Aber es gibt auch sehr dominante Nicht-Chefs. Kommen wir dann gleich noch dazu im Detail. Der Gewissenhafte, das ist so diese typische Eule. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, also das sinnbildlich die Eule, ja, die wahrscheinlich meistens Wissenschaften studiert hat. Ja, sehr gut, mathematisch sehr begabt. Bei der muss alles ganz korrekt sein. Auch sehr gute Excel-Experten, also Spezialisten, die den ganzen Tag mit Zahlen zu tun haben, ja, habe ich auch deswegen mal blau gemacht, ja, also sozusagen. Dann der Stetige, das ist derjenige, der einfach sehr viel sehr harmonisch leben möchte, ganz gerne. Ja, ich denke dabei immer an meinen Vater. Ja. Und letztendlich lieber Teil des Teams ist, als wie ein Team leiten zu müssen, zum Beispiel auch. Und ja, wir gehen jetzt gleich nochmal aufs Detail ein. Okay, also, und dann am Ende des Videos gibt es noch ein paar konkrete Beispiele aus dem echten Leben. Also bleibt bis zum Ende dran, es wird noch sehr, sehr lustig. Ja, der Dominante. Der Dominante mag es am liebsten, wenn er sein eigener Chef ist. Ja, und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da sehe ich mich auch immer mal wieder, ja. Ich habe noch nie wirklich mit Autorität bin ich noch nie klargekommen in meinem ganzen Leben. Ja? Und man hätte mir vielleicht mal ganz früher sagen sollen, mein lieber Thomas, das ist dein Menschentyp. Schau, dass du dich möglichst schnell selbstständig machst. Aber ich komme nun mal aus einer Arbeiterfamilie. Ja? Da hat sich kein Mensch jemals irgendwo selbstständig gemacht. Ich war der Erste weit und breit. Egal, wie weit du geschaut hast, der jemals überhaupt nur daran gedacht hat, was Eigenes zu machen, beziehungsweise Abitur zu machen oder überhaupt irgendwann was anderes zu machen als Realschule und dann sofort in die Arbeit bis zum Lebensende. Und das Zweite, was du hier im Dominanten siehst, ist, er weiß genau, was er will. Ja, also muss ich auch wieder leider sagen, ist auch wieder ein Teil bei mir sehr, sehr wahr. Ja, also besonders im privaten Umfeld, wenn ich mit einer Person irgendwie mich verabredet habe und ich merke, das funktioniert nicht, das harmoniert nicht, ja, dann mache ich da auch sehr schnell einen Cut. Ja, zum Beispiel auch in der Sozialakquise, wenn ich mich mit einer Dame verabredet habe und ich merke recht schnell,
das geht in eine komplett falsche Richtung, ja, dann ist das für mich reine Zeitverschwendung und dann verabschiede ich mich auch sehr, sehr schnell. Es sind meistens natürlich Leader, Chefs, Leadership und so weiter sehr, sehr wichtig natürlich in Unternehmen und du wirst auch mit denen sehr viel zu tun haben auf einer Entscheiderebene, aber nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt, aber sehr häufig wahrscheinlich. Deswegen ist es gut zu verstehen, ja, wichtig zu verstehen. Der Dominante, und das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt, dass der Dominante häufig auch ein Entscheider ist, ja, oder zumindest teilweise dominant, denn er fordert sich selber gerne heraus, eigentlich permanent. Ja. Der Dominante, der ist eigentlich nie mit sich selber zufrieden, ja, nie. Ja, und auch nicht mit dem Status quo als solches. Ja. Also letztendlich, er setzt sich ständig, er holt sich ständig Benchmarks und setzt sich ständig sozusagen das nächste Level, sozusagen holt sich sozusagen ständig neue Ziele, sobald ein Ziel erreicht hat, holt er sich sofort ein neues Ziel, weil ansonsten wird ihm wirklich langweilig, ja, und das ist ein typisches Merkmal vom Dominanten und auch von vielen Geschäftsführern und so weiter. Und das ist sehr, sehr gut für dich, fürs Gespräch, fürs Verkaufsgespräch, für den Einstieg, denn du kannst das natürlich schon vorwegnehmen, sobald du herausgefunden hast oder gemerkt hast, okay, der ist sehr stark dominant. Ja, by the way, muss ich gleich dazu sagen, kein Mensch da draußen ist zu 100% nur eins von den Vieren. Jeder Mensch ist zum Teil auch eins von den anderen vier, logischerweise, müsste eigentlich logisch sein. Nur manche Menschen stärker, manche Menschen weniger stark tendieren in eine bestimmte Richtung. Und wenn du natürlich Menschen vor dir hast und möchtest dem was verkaufen oder beraten, ja, und hast herausgefunden, der ist sehr stark dominant, dann kannst du natürlich sozusagen schon mal vorwegnehmen, dass der mit der aktuellen Situation, mit dem Status quo sehr unzufrieden ist und kannst darauf aufbauen und dann eben versuchen, deine Lösung und dein Optimierungsworkshop zum Beispiel oder ähnliches zu verkaufen. Ja? Sehr viel leichter als für jemanden, der keinen Change will. Ja? Dann der Initiative, auch eigentlich ein sehr angenehmer Typ. Der einzigste Nachteil ist beim Initiativen, dass der nicht besonders geordnet ist. Ja? Also wenn jetzt ein sehr chaotischer Vertriebler auf einen initiativen potenziellen Kunden trifft, dann braucht man meistens noch eine dritte Person, die irgendwie alles ein bisschen sortiert und ordnet. Ansonsten ergibt es dann irgendwann Chaos. Besonders wenn vielleicht kein CRM vorhanden ist oder ähnliches, dann weiß nach 12 Monaten der Zusammenarbeit keiner mehr, wo sind jetzt eigentlich die ganzen Leads? Ich spreche aus Erfahrung. Okay, frei von Details und Kontrolle. Ja, der Initiative ist, wie gesagt, ein Typ, der absolut Gas gibt, der keine Angst hat, ja, ähnlich wie beim Dominanten. Deswegen sind die beiden in Kombination auch sehr, sehr gut. Ja. Häufig, nicht immer, ja, ich sage nur häufig, treffe ich auch in irgendeiner Form oder anderen Form ein Geschäftsführerpaar zum Beispiel in dieser ähnlichen Kombination vor. Ja, und dann gibt es meistens noch einen Dritten, der dann irgendwie hier das Controlling macht. Ne? Aber mit denen hast du dann manchmal nicht so viel zu tun. Die sind dann meistens eher im Hintergrund. Ja? Eigentlich keine Rampensau wirklich meistens. Deswegen sehr wichtig, diese zwei Menschentypen zu studieren und zu verstehen. Ja? Mit denen wirst du viel zu tun haben, wenn du vorhast, Umsatz zu steigern, Akquise zu machen. Ne? Sehr stark, sehr schnell begeisterungsfähig. Also die sind halt einfach sofort dabei, was zu machen. Ja? Nicht nur immer zu denken und zu grübeln und zu planen. Ja? So vielleicht hier das sind so die Planer. Ja? Sondern der macht, der setzt um, ja, der haut rein, ja, und das sind auch letztendlich die Typen von Kunden, die du am schnellsten gewinnen wirst. Das sage ich aus eigener Erfahrung, also bei mir ist es häufig so, dass manchmal ich, wenn ich einen sehr stark initiativen Kunden versuche zu akquirieren, ja, nicht beim ersten Mal vielleicht, aber dann vielleicht sogar schon beim zweiten Gespräch oder so, dass der sagt, naja, gut, lass uns
lass es machen, jetzt haben wir genug geredet, ja, so ungefähr, lass uns mal einen Piloten raushauen, ja, wenn auch nur für einen Monat oder für 3 Monate oder für 6 Monate oder was auch immer, ja, aber der ist sehr, sehr, sehr schnell begeisterungsfähig und sehr schnell dabei, Dinge auszuprobieren, was extrem wichtig ist in der heutigen Zeit, besonders wenn es darum geht, ja, Minimum Viable Product, ja, vielleicht ein schwieriges Wort, was du noch nicht gehört hast, einfach mal the proof of concept, das kannst du ja nur haben, ja, also was austesten und sehen, okay, so hat es, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, ja, und dann da eben weitergehen und dann eben da weiter investieren und so weiter. All das ist ja nur möglich, wenn du einfach loslegst, ja, und das ist der ideale Typ dafür, ja. Arbeitet gerne in Teams. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr starker Menschentyp, ja, anders wie vielleicht die beiden hier unten, ja. Ja, das ist auch ein Menschentyp, aber der hier nicht unbedingt ein Menschentyp, der nur, wenn er selbst führen darf, ja. Beim Initiativen ist es halt sehr so, dass er sagt, der braucht Menschen, ja, der braucht auch viel Emotionen, ja, im Gegensatz zu dem hier, der trennt ganz, ganz stark Emotionen, private Welt von Berufswelt. Ja, in der Berufswelt, also in der Businesswelt, haben Emotionen, stören dann nur, sind unnötig. Ja, cloud your judgment, würden die Engländer sagen. Ja, vernebeln nur deine Entscheidungsfähigkeit. Ja, und der will reine Klarheit, der will keine Emotionen. Der hier, der benötigt Emotionen. Für dich zum Beispiel sehr, sehr wichtig im Verkaufsgespräch, na, dass du hier eben Storytelling machst. Er erzählt gerne. Ja, du hörst gut zu, aber er lässt sich auch gerne Stories erzählen mit Emotionen, ja, aus deinem Privatleben, aus deinen Berufserfahrungen, Stories, die dich zum Lachen bringen, die vielleicht ein bisschen traurig sind manchmal, die lustig sind, die komisch sind, die, sagen wir mal, extravagant sind, wo einfach emotional Bewegung drin ist. Ja, das liebt der initiative potenzielle Kunde und dann wird er auch sehr schnell mit dir ins Geschäft kommen, wenn er da auf einer Sympathie-Ebene, ja, mit dir connected, dann hast du sozusagen schon 80-90% der Miete, ja, hast du ihn eigentlich schon zumindest mal für ein Pilotprojekt an Bord, ja, dann hast du den schon mal überzeugt, ja. Dann hier der Gewissenhafte, ja klar, haben wir ja schon gesagt, liebt es zu analysieren, das ist der typisch analytische, mathematische Wissenschaftler, das ist so, da kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie die Eule, die halt in seinem Büro sitzt und den ganzen Tag irgendwas rumkalkuliert, ja. Da muss alles in Order sein, ja, die Stifte liegen hier, der PC liegt hier und jedes Mal, wenn er den Platz abends verlässt, den Arbeitsplatz, dann ist alles genau wieder so, wie er es vorgefunden hat, ja. Erinnert mich auch ein bisschen an meinen Dad. Liebt hohe Standards, ja, also keine halbscharigen, der Bayer würde sagen halbscharig, ja, also so nicht so Kompromisse, mag der gar nicht, ja, also das heißt, das muss perfekt sein, das Excel Sheet muss alles, da darf kein Fragezeichen sein, kein einzelnes Feld, wo Excel sagt, oh, die Formel funktioniert nicht, nein, das muss alles perfekt durchkalkuliert sein, ganz anders wie der hier, ja, also da, wenn irgendwas nicht perfekt ist oder so, das stört den so gut wie gar nicht. Ja? Hauptsache, es geht voran. Ja? Hauptsache, das Team ist begeistert. Hauptsache, es passiert was. Ja? Und es sind Emotionen im Spiel. Er genießt das, was er tut. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein Genießer. Ja? Auch sehr häufig, auch häufig Künstler. Ja? Details und Kontrolle, also die zwei zusammen ergänzen sich, ja, aber harmonieren null. Ja? Harmonieren null. Ja? Die sind in getrennten Büros, ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ja? Bei denen sind irgendwie Musikinstrumente und Kunstprodukte, irgendwelche Malereien und so an den Wänden. Bei dem hier ist wahrscheinlich gar nichts an den Wänden oder irgendwie das Bild von Albert Einstein, ja, oder sowas, ja, so kannst du es ungefähr wirklich vorstellen. Habe ich schon alles erzählt. Dann der Stetige, ganz, ganz wichtig, liebt es, harmonisch zu arbeiten. Das ist auch, der Stetige ist auch, in Anführungsstrichen, nenne ich ihn immer, den Diplomaten. Der Diplomat,
der hat eine ultra wichtige Funktion in, sagen wir, sehr heiß kochenden Vertriebsteams und so weiter. Der ist vielleicht nicht der beste Vertriebler, aber dass du sagst, also, sagen wir so, eigentlich sollte zum Beispiel auch so eine HR, also in der Personalabteilung, sollte eigentlich so ein Diplomat sein, ja? So ein Stetiger, ist nicht immer der Fall, ja? Der Leute sozusagen, der die Balance hält zwischen all diesen unterschiedlichsten Menschentypen. Ja? Der ist lieber Teil des Teams als ein Teamführer, der streckt seinen Kopf nicht gerne aus der Masse heraus, ja? Bleibt lieber bedeckt, geht lieber mit der Masse, mit dem Strom. Und wenn Disharmonie ist, ja, also wenn die zwei hier zum Beispiel streiten sollten, weil der zu chaotisch ist und der absolut mit dem Kopf gegen die Wand schlägt, weil der so chaotisch ist und der, weil der so einfach so reserviert ist und einfach keine Emotionen zeigt, ja, dann wird der hier wahnsinnig. Und die beiden streiten sich, dann sagt der, okay, wie kann ich denn euch helfen? Ja, wie kann ich denn helfen, dass ihr, ja, gebt euch doch die Hand so ungefähr. Und ist also sehr, sehr hilfsbereit. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für dich im Vertrieb, für die Akquise. Ja? Wenn du zum Beispiel so einen Stetigen, wenn du herausgefunden hast, du hast jetzt so einen Stetigen am Telefon zum Beispiel oder im Gespräch, ja, im Verkaufsgespräch, zum Beispiel ein ITler, der so ticken würde, kommt nicht sehr häufig vor. Also die sind auch relativ selten eigentlich in den Entscheidungspositionen, weil sie einfach nicht gerne führen und nicht gerne sich pushen, also nicht gerne, ja, also in der Regel sind das keine Führungspositionen, aber es kommt vor. Es kommt vor, dass du dann mal einen antriffst und die kannst du sehr, sehr gut, sagen wir mal, in Anführungsstriche, jetzt sage ich ein böses Wort, benutzen. Ja? Also sozusagen, du fragst einfach, entschuldigen Sie, Herr Müller-Meyer, wie auch immer er heißt, ja? Ich suche die richtige Person für das Thema XYZ. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Und der wird dir weiterhelfen. Das sind die harmonischen, stetigen, diplomatischen Typen. Der Stetige, der wird dir immer weiter versuchen, der wird alles tun. Ich habe teilweise Leute schon am Telefon gehabt, die rumtelefoniert haben für mich, ja, und versucht haben, die richtige Person für mich herauszufinden. Mit Durchwahl, mit Handynummer, mit E-Mail, mit allem drum und dran. Ja. Weil ich ihnen halt sozusagen meine Story erzählt habe und dass ich schon seit Ewigkeiten versuche, den Richtigen zu erreichen und so weiter, was ja auch alles richtig ist in der Regel. Und der setzt alle Hebel in Bewegung. Ich habe schon teilweise, wie gesagt, selten, aber ich habe schon manchmal auch in der Zentraldamen gehabt, zum Beispiel Zentraldamen oder Assistentinnen und Assistenten, ja, die haben... Die haben gesagt, ich helfe Ihnen weiter, ich werde mich bei Ihnen melden, geben Sie mir Ihre Nummer. Dann hat die irgendwie eine Stunde lang rumgemacht und sich erkundigt in der Firma. Er hat mich wieder zurückgerufen, Herr Klein, da die Nummer, der Herr sowieso, das müsste derjenige sein. Und alles getan, um mir irgendwie weiterzuhelfen. Und wenn du so jemanden gefunden hast, intern in einer Firma, wo du sozusagen mal auf der Suche bist nach dem richtigen Entscheider für ein bestimmtes Projekt, für ein bestimmtes Thema, wo du dann halt deine Lösung verkaufen willst, zum Beispiel als ITler, als IT-Dienstleister oder Softwareentwickler, dann hast du halt wirklich Glück und dann musst du es aber auch ausnutzen, ja, in Anführungsstriche, gut gemeint natürlich. Und die Person, das ist nicht Negatives, die Person geht darin auf. Ja, mein Vater ist genau so ein Typ. Ja, wenn er jemandem helfen kann, das ist für ihn die größte Bezahlung, die es auf der Welt gibt. Ja, wenn jemand zu meinem Vater kommt und sagt, hey du, mein Vater ist sehr stark handwerklich begabt. Ja, mein Vater, du kannst Nachbarn, egal wer, er war mal eine Zeit lang Hausmeister, dann kamen sogar Leute aus unterschiedlichen Wohnblocks, die gar nicht in sein Hausmeistergebiet Bestandteil waren, ja, kamen trotzdem zu ihm und haben ihn gefragt, hey, mein Kühlschrank ist kaputt, mein Fernseher, mein Waschbecken, keine Ahnung was, mein Licht brennt nicht mehr. Und er wollte gar keine Bezahlung, hat dann oft ein kleines Goodie dafür bekommen, mal 5 Euro oder sowas, aber in der Regel wollte er nicht mal die Bezahlung, weil allein das Helfen, ja, anderen Leuten zu helfen, war für ihn die höchste Bezahlung, was er sich überhaupt vorstellen konnte.
Und das ist der Stetige, genau das ist der Stetige. Ja. Hohe Verlässlichkeit, ja, erinnert mich auch total an meinen Vater. Ja, also wenn du mit jemandem, mit dem was ausgemacht hast, ihr kennt doch das, du kannst das bestimmt, also du hast irgendwie einen Termin vereinbart und dann wird er wieder verschoben. Dann wird er wieder verschoben. Oder du machst einen Termin und du bist im Teamstermin. 5 Minuten vergehen, 6 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten, 10 Minuten. Aber nach der 11. Minute plötzlich erscheint die Person, die mit dir den Teamstermin, ah sorry, ja, der letzte Termin hat ein bisschen gedauert und so weiter. Und das passiert nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal. Genau das Gegenteil hier. Wenn der mit dir um 11 Uhr einen Termin ausmacht, ja, und ich habe es mir auch so angewöhnt, so bin ich erzogen worden, ja, dann ist auch Punkt 11 Uhr ist der da drin. Ja, da kannst du dich eben zu 100% drauf verlassen. Ja. Oder erledige diese und jene Arbeit oder wir haben diesen, das und jenes vertraglich vereinbart und so weiter. Das ist also sehr, sehr wichtig, wenn du auch hier zum Beispiel einen Kunden akquirierst, der ein Stetiger ist, dass du dich dann wirklich auf den verlassen kannst, was du mit dem vereinbart hast, das findet dann auch wirklich statt. Ja. Sehr, sehr gute Eigenschaft. Problem mit Change, das ist so ein bisschen das Negative. Und auch hier wieder. Ich meine, ich habe das hier studiert, ja, aber zu 100% trifft es auch wieder auf meinen Vater zu. Ja. Wahnsinn. Also wenn du einen Stetigen erzählst, hier nutzt doch mal die neueste App, ja, oder irgendwie die Neuerung oder dies oder... Ja, boah, schwierig, ja, Change, oh mein Gott, ja, Veränderung, da müsste ich mich ja umgewöhnen, ja, ganz, ganz schwierig, ja, das ist leider der eine große Nachteil bei dem Stetigen und deswegen, so gesehen, ich meine, der Stetige will ja mit allen harmonieren, ja, aber der, ja, der ist für Change, ja, der hat keine Probleme mit Veränderung, ja, ständig was Neues ausprobieren und da kommt der mit dem nicht klar, ja, der Initiative kommt mit dem Stetigen nicht klar, ne? Also das beißt sich, ja, zu 100%. Ja gut, so, das waren die 4 Menschentypen, ich denke mal, ich könnte dir auch ein paar Beispiele geben, aus dem täglichen Leben, aus meinem Leben, aus dem Business, aus Privatleben. Und wenn du das hier verinnerlichst, ja, sei es jetzt in deinem Privatleben oder auch im Business, ist völlig egal, dann hast du wahrscheinlich schon bis jetzt, wenn du bis jetzt dran warst mit dem Video, ja, schon mal Daumen hoch, ja, und hast du bestimmt schon das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt. Ja. In deinem Leben, wenn du gemerkt hast, du kommst mit jemandem nicht klar und jetzt gehst du einfach das nochmal durch, dieses Video, oder notierst dir das mal runter und überlegst dir das, okay, warum könnte es gewesen sein? Ah, okay, ich bin eher der Stetige und mag Veränderungen nicht so gern. Meine Freundin möchte ständig was Neues probieren und da, passt nicht so richtig zusammen. Oder ich bin eher der Gewissenhafte, ja, und mein Kunde, der ist einfach so chaotisch, ne, und komme ich nicht klar mit, ne, komme ich nicht klar. Ja, ja, und das ist halt sozusagen, wenn du das verstanden hast, dann kommst du sozusagen viel leichter mit den Leuten klar, sei es Kunden oder was auch immer, wo sozusagen nicht so 100%ig zu dir passen. Ja, und dann wirst du wahrscheinlich auch viel leichter einen Workaround finden, ja, dann trotzdem eine Lösung dafür zu finden, ja, ohne dass du dich da jedes Mal wundern musst oder aufregen. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen. Falls ja, gib dem Video einen Daumen hoch, ja, und auf YouTube teilen und kommentieren und liken und so weiter. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich, wenn es wieder heißt, schau mal rein bei Thomas Klein, ja, im Marketing Consulting. Und wenn du mehr wissen willst, also wenn du wirklich komplett all mein Wissen und alles, was ich so angesammelt habe in den Jahrzehnten, dann schau mal bei meiner Akademie vorbei, hier unten trag dich ein, kriegst du sozusagen Zugang und so weiter, ist natürlich bezahlt. Oder ich habe auch einen Link da unten, höchstwahrscheinlich, wo du auch ein paar unbezahlte noch Videos weiter sehen kannst. Oder einfach, schau dich einfach um auf YouTube
oder wenn du operativ mit mir arbeiten willst, ne, dass du besonders in der IT-Branche tätig bist und willst Neukunden gewinnen und Umsatz steigern, dann bewirb dich einfach, schau einfach bei meiner Homepage vorbei, ja, und kontaktiere mich einfach. Oder ja. Und ich bin also sehr stark selektiv, ja, mit wem ich operativ zusammenarbeite, ja, on a One-to-One-Basis. Weil ich habe einfach nur begrenzte Kapazitäten. Ich habe auch noch nicht so viele Mitarbeiter, weil ich da eben auch ein sehr hohes Niveau aufrechterhalten möchte. Ja, also lieber weniger Mitarbeiter, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, als wie alles sehr schnell aufblasen. Und deswegen sind meine Kapazitäten eben in meiner Firma sehr begrenzt und bewirb dich gerne. Und dann schaue ich eben, ob das passen könnte. Und dann schauen wir uns einfach mal auf ein Zoom-Video, Webinar oder Call, 10, 20, 30 Minuten, ob es harmoniert, wenn du Interesse hast, dass ich dich unterstütze, ja, in der Umsatzsteigerung deines Businesses. Ja, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und happy hunting. Ciao, ciao, bye, bye.